Was geht? Willkommen zu einer neuen Runde Nicht-Lachen-Challenge. Heute mit dabei ein saulustiger Typ, Vive und auch Odoman. Cool. Digga, ich hab dich eben extra eingepegelt, jetzt schreist du hier rum und alle Leute, Digga, sind direkt instant taub, Mann. Entschuldigung. Schrei doch in einer Lautstärke wenigstens. Challenge heute ist folgende, wir schauen uns heute deutsche Memes an, Leute. Jedes Mal, wenn wir lachen, 50 Euro an Odoman, Lukas, du weißt Bescheid, ne? Scheiße. Digga, safe, hallo. Schmeckt dein Eis, Lukas? Schmeckt dein Eis? Ich würde sagen... Ich wollte dich aufnehmen, an. Revi hat mich übergezwungen. Das ich ist war nicht am Ende. Hör auf, darüber zu sprechen, dass ich dich zwinge oder ich veröffentliche diese Bilder, die wir im Urlaub gemacht haben, wo du in der Badewanne bist. Wir reden nicht drüber. Wir fangen heute an mit Heilige Deutsche Memes 19 von Jesus von Nazareth und schau dann direkt danach judo.exe rein, meine Freunde. Quasi einfach mein Stream-Content nur als Hauptvideo bei meinem Kanal. Es ist euch ich schaut's euch eh an, was soll's einfach. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Lukas, dein Eis schmeckt, oder? Perfekt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und du fragst die ganze Zeit, warum du zu fett bist. 3, 2, 1 und los. Location Game Check. We lit. We lit. Angels. Siebten. Ich könnte den Ball greifen. Oh mein Gott, Alter. Wow. Direkt in einem Banger. Lukas, das sind 50 Euro an der Stelle an Odoman. Du hast auch gelacht. Ach, ich hab nicht gelacht. Ab, ich hab nicht gelacht. Ganz kurz, eine Zeitlupe. Da war kein Lachen. 3, 2, 1 und weiter. Hallo, ich würde euch gerne die Hand geben, aber ich darf niemanden berühren. Das stimmt. Das ist diese eine Treppe. Das ist diese eine Treppenstufe, wenn du nachts runtergehst und willst dir noch Toast machen, du triffst drauf. Digga. Ach, ich mach die Präsentation am Abend vorher. Die Präsentation. Bakterien über die Verschmutzung der Flüsse, wenn Brücken im Fluss drin stehen und irgendeine Farbe absorbiert oder wie die Stoffe der Farbe wirken im Wasser. Parkplatz. Perfekt, Digga. Also ganz ehrlich, der Mann hat Ahnung. Binden war ein einziger Krampf. Das war sowas von zum Kotzen. Aber gut, ich hab's jetzt geschafft. Jetzt müsste ich mir eigentlich noch ein Parkticket holen, aber man muss ja irgendwie sein Bad Boy Image aufrechterhalten. Digga, Digga, Monte kein Parkticket, absolute Gangster. I don't know. Das ist Geldverbrennerei vom allerfeinsten. Wie trägt man Parfum auf, wenn man kein Parfum hat? Ja, dann kannst du kein Parfum auftragen. Ah! Ja. Danke! Was war das gerade für Clip mit Tanzverbot? Was? Oh, Digga, hast du gerade gesehen? Der Clip mit Tanzverbot? Digga. Eure Namen mit ASMR bei Alex. Jarak. Jarak. Okay. Jarak. Jarak ist kein Name. Odoman, übersetz mal kurz, was ist ein Jarak? Perfekt, Bro. Auch ein außergewöhnlicher Name habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gehört. Ja, ich hab Eistee Waldbeere zu Hause, als ob. Ja, Mann, real talk. Heute ist ein guter Tag. So, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Denn jetzt passt mal auf, und das meine ich nicht böse, hört mir zu. Männer sind wie Katzen. Manchmal kotzen sie in die Wohnung und lecken sich selbst auch am Fell. Aber wenn du sie vom Balkon schmeißt, könnten sie das überleben. Vielleicht sind sie auch tot. Denkt an meine Worte. Einfach der Real Talken, der Ehrenbruder Unge, Digga. Ganz wichtig. Mal gucken, ob ich das genauso kann wie die Robben. Nein! Es wäre wild gewesen, wenn sie es gekonnt hätte, Digga. Dann würde ich sagen... Aber warte mal, Lukas, bist du's? Oh, das ist Lukas, der bei allen YouTubern... Ach, ist ja auch egal. Keine Chance. Dieser Kleine, mein der Feine. Ich bin der Held der Steine. Lukas, wir addieren am Ende zusammen, Digga. Ich glaube, du bist schon weit drüber. Odoman, es wird Zeit für einen neuen AMG für dich, so viel wie Lukas gelacht hat. Ja! Und auf Wiedersehen. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hab fast gedacht.
Was? Digga, hä? Ey, dann läuft's aber auch, Digga. Da gibt's keine Friendzone. Wer im Studio? Jens, haben wir noch. Du hast wieder in einer ganz anderen Welt. Ich hab immer Kaktus gern. Nein, Kaktus. Wie heißt der nochmal? Krakakus. Na, na, sind das Team. Kaktus. Nein, nicht Kaktus. Krakku. Wie heißt der Löwe da, Mann? Der schwimmt. So, Krokodil, Mann. Der Löwe, wie heißt dieser Löwe, der schwimmt? Kraktus, Digga, man kennt ihn. Ja, ist nicht ganz fertig, ne? Michael, was hast du gesagt, du arschischer Mutter? Oh, es wird wild. Ich wäre so gerne eher. Hi, sexy fathers out there. Hey, was geht? Hi, sexy fathers out there. Wie der am Anfang mit seinem Kopf gemacht hat. 60-jährige Männer auf Omegle. Zeig euch den Aal mal in die Cam. Real Talk, Digga. Oh, aua. Oh nein, Max. Ist das Loredana? Guck, wie ich lauf. Die 9 Millimeter. Ich bin ein Berliner. Ach, Junge, Alter, Digga. Auf 1,08 Euro, Leute. Schlag zu. Way, yo, mies. Na, mies. Was machst du? Bruder, die ganz wild. Ich bin bereit. Lasst es blitzen. Aber so ein bisschen mulmig war ihm doch. Ich. Nein! Dritte Prank, Bro. Marvin, Kelvin, Willi. Oh! Hops genommen! Mir ist überhaupt nichts passiert. Oh, Digga. Ja. Also, Mentos fresh! Um abzuturnen, ich bin high von life, einfach so vom Erfolg. Und ich genieße so, keine Ahnung, einen Sonnenstrahl und eine nice Windbrise und so. Das ist für mich schon wie Drogen. Ich bin da weg von dem und das ist auch ein mega gutes Gefühl auf jeden Fall. Weißt du? Warum machst du nur Eier? Was? Warum machst du nur Eier? Gut, Jungs, wir müssen natürlich auf die 10 Minuten kommen, das ist ganz klar. Also müssen wir nochmal ganz kurz hier bei Tanzverbot reinschauen, was in seiner Zahnlücke an Memes herauskommt. Deutsche Memes. You looked Exe. Let's go. Digga, dieses Intro. Mach die Augen zu. Mach die Augen auf. Moin, mein Mann. Da habe ich, glaube ich, als ich da vorbeigegangen bin, gar nicht dran gedacht, dass ich da irgendwie mal gern rein will. Ja. Es passiert einfach, es passiert einfach. Lukas, wie seid ihr nochmal zu... Ach, ist ja auch egal, komm. Deutschland, ihr werdet Zeuge, wie der kleine Jens hier groß Geschichte schreibt. Mein Motto, es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Mal kurz. Digga, Jens. Jens, Alter, also wirklich, schon immer versucht, jetzt hat er es geschafft. So, Headset absetzen. Ach, Digga. Das ist so dumm. Ist das dämlich. Kevin, Bro! Also, gelernt. Was, Das war Odomann, soll ich so sagen. Man hat immer so reingeschaut. Alter, die Schnauze! Man hat dann immer die Odomann bei Abitur. Was für Abitur, Digga? Ein Kollege von mir hat eine Nachricht für euch. Macht keine Faxen, ja, Selleme, bevor ich komme. Dave, Awife! Dave, das bist du, Digga! Einfach Awife mit dir, Shisha-Bar. Wie heißt nochmal dieses eine Lied von 187, dieses Ja, das ist ja... Was? Oder wie heißt das, Digga? Ach, Bro, Alter, als Digga, ob der es erkannt hat, Digga. Junge, Alter! Lukas, du auch? Immer, jede Nacht, Digga. Kontext muss an Alina schicken, ganz schnell. So ein Kopf. So verhältst du dich, als ob du das Mega-Brain wärst. Als ob du so ein Weltserver wärst. Als ob du alle Informationen speichern könntest. Als ob du über alles stehen würdest. Hört auf mein Paket. Diesen einen Kopf. Yo, man, es hit up for me again, bro. Oh! Lol. Oh! Alter. Oh! Digga, wie geil. Bro, dieser Song ist ein absoluter Vibe. Auf jeder Yo Olli Party. Vibe. Ohne Mann, Digga, was für ein Vibe.
Was? Astra Corolla? Na, Astra ist ein Opel und eine Corolla ist ein Toyota. Jetzt haust du aber ordentlich was durcheinander. Mann. Digga. Ich sitze hier halt for real mit einem Ständer. Aha. Ja. Ist schon mal live aufgetreten? Hast du schon mal das Feeling? Nee. Ich habe noch nie einen Live-Auftritt gehabt. Was denkst du? Findest du das gut, Hände? Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, mein Ding. Findest du das gut, Hände? Auf jeden Fall. Mein Ding! Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, mein Ding. Belly, was geht ab? Seid ihr gut drauf? War wild. Ihr seid solche Kack-Unmenschen. Ihr seid so ekelhafte Unmenschen. Das macht mich so aggressiv. Unmenschen, ich wünsche dir Schlechtes. Oh. Ja, Lukas, wir haben, glaube ich, hier gerade einen Saldo, den wir einblenden können von 10.250 Euro, ja, Lukas. Was? Du hast genauso gelacht, kein Small, Alter. Aber ich habe leise gelacht, das ist der Unterschied. Odoman, du klärst mit Lukas selber, oder? Ja, mach ich selber. Nächsten, wenn perfekt. Folge, es gibt hier jemanden, auf jeden Fall übernimmt. Einen mündlichen Vertrag, der geschlossen worden ist, meine Freunde. Odoman, ich gebe dir später den Kontakt von meinem Anwalt. Das war's von dieser wunderbaren Nicht-Lachen-Challenge Deutsche Memes, meine Freunde. Checkt auf jeden Fall Odoman aus. Und das war's von diesem Video. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Lukas. Perfekt, Digga. Auf Wiedersehen und tschüss.